Im Nachhinein würde ich sagen, mich hat meine Empathiefähigkeit krank gemacht. Krasser Satz, oder? Dabei ist Empathie eigentlich ja erstmal was ganz Tolles. Nur die Sache mit der Empathie ist tatsächlich komplizierter. Was aus ihr resultiert, kann positiv, aber auch negativ sein. Denn das Mitfühlen mit anderen kann uns selbst ganz schön stressen. Wie war das für dich, das anzugucken? Nein, nicht angenehm. Nee, nicht. Das kann im Übermaß auch dazu führen, dass wir uns abwenden. Ich will euch ja zeigen, warum das so ist. Und frag mich, wie weit kann das gehen? Kann Empathie uns sogar krank machen? Das ist Gottfried Rauch, genannt Freddy. Gott, Herr Wuster. Seit über 30 Jahren ist er Altenpfleger. In Passau leitet er eine Station für Menschen mit demenziellen und psychischen Erkrankungen. Empathie, das ist in diesem Bereich das Wichtigste überhaupt. Die meisten Bewohner können sich verbal ja gar nicht mehr äußern oder können es auch nicht direkt sagen, was sie gerade empfinden, fühlen, denken. Das ist wichtig, dass man da das Gespür hat, was ist jetzt gerade wichtig. Braucht er eher Zuneigung, braucht er eher seine Ruhe, was braucht er gerade? Ja, du bist zuständig für mich, gell? Ja. Wenn ich einen Scheiß mache, bist du schuld. So ist es, genau. Freddy liebt seinen Beruf, fühlt mit den Menschen mit, ist empathisch. Nur ist er in seinem Job ja ständig von leidenden und kranken Menschen umgeben. Und irgendwann kann Freddy nicht mehr mit ihnen mitfühlen. Er wird krank. Also in erster Linie finde ich, bin ich kalt geworden. Also ich habe halt meine Arbeit gemacht, weil ich es machen muss, aber es war kein Gefühl mehr dabei. Wenn ein Bewohner was wollte, habe ich gesagt, ja, ich kümmere mich drum. Hätte ich auch früher gemacht, aber da, ja gut, vergisst es ja eh wieder. Oder vielleicht meldet sie sich in einer Stunde noch mal, weil man auch nicht die Kraft hatte, dass man sich um das, was er jetzt vielleicht gerade wollte, bemüht. Das, was Freddy beschreibt, nennen PsychologInnen Compassion Fatigue, Mitgefühlsmüdigkeit. Freddy erzählt mir, wie ihn die Krankheit verändert hat. Vielleicht kannst du es mir einfach noch mal beschreiben, wie das so war. Der Freddy vor der Krankheit und der Freddy nachher. Der Freddy vor der Krankheit war ein lustiger, fröhlicher Mensch. Der Mensch nachher, Freddy, war zurückgezogen, ja, so dieser Einzelgänger. Ich glaube, teilweise war ich dann sehr zynisch gegenüber auch meinen Kollegen und auch Bewohnern. Also habe das auch ein bisschen so läppisch dann alles ab, weil man eigentlich nur versucht hat, den Tag irgendwo zum Überstehen. Freddy war ein anderer Mensch. Aber kann es sein, dass er durch seine Empathiefähigkeit krank wurde? Was ist Empathie eigentlich genau? Empathie ist, die Gefühle einer anderen Person mitspüren, sie auch fühlen. Sie ist also eine Resonanz. Ein bisschen wie ein Spiegel oder eine innere Simulation der Emotion, die ich vor mir sehe. So können wir am besten begreifen, was die andere Person fühlt. In unserem Gehirn werden dabei Zentren aktiv, die auch aktiv werden, wenn wir die Emotion selber haben. Also, sehe ich jemanden, der traurig ist, fühle ich auch Traurigkeit. Freut er sich, freue ich mich auch. Deshalb ist es auch so richtig schwer, nicht zu lächeln, wenn man angelächelt wird. Bei Ekel ist es Ekel, bei Wut Wut, bei Schmerz und Leid, aber eben auch Schmerz und Leid. Dieses Spiegeln von Schmerz und Leid um uns rum hat nicht nur Folgen für Pflegekräfte. Wie sehr es den Alltag von uns allen beeinflusst, will ich an der TU Dresden herausfinden. Ich treffe hier Professor Philipp Kanske. Er ist Neurowissenschaftler und Psychologe. Er erforscht, welche Rolle Empathiefähigkeit für unser tägliches Zusammenleben spielt und welche negativen Folgen sie haben kann. Also für uns ist es interessant, dass sich so ganz verschiedene emotionale Zustände übertragen zwischen Menschen. Mhm. Nicht nur in Trauer und Freude, sondern auch sowas wie Stress. Okay, Philipp, was machen wir denn jetzt hier in diesem coolen Raum mit diesem Riesenspiegel? Ja, wir schauen uns einen Versuch an, in dem man das Mitfühlen von Stress, empathischen Stress, untersuchen kann. Wir stellen so eine Art Vorstellungsgespräch nach. Hier gibt es zwei Personen, die das Gespräch führen. Mhm. Und eine Person, die dann stehen wird und sich vorstellt, 5 Minuten über sich sprechen wird, warum sie so toll und für diesen besten Job der Welt geeignet ist. Genau, das ist sozusagen die Person, die eigentlich gestresst wird. Mhm. Und uns interessiert dann aber, wenn wir empathischen Stress anschauen, was mit der Person, die hinter diesem Einwegspiegel steht,
passiert. Das ist nämlich genau das, worum es uns eigentlich geht. Ne? Also das ist sozusagen der Versuch. Also die hier sind uns gar nicht so wichtig, sondern uns geht es darum, werden die da hinter dem Spiegel auch Stress fühlen. Genau. Wir fingieren ein Jobinterview. Der Bewerber soll unter Druck gesetzt werden. Diese beiden VersuchsteilnehmerInnen leiten das Gespräch. Sie sollen für angespannte Stimmung sorgen, mit strengen Laborkitteln und ernsten Mienen. Ich muss mal Probe stehen. Ja, richtig übel. Schon gut? Richtig übel. Mhm. Na gut. Thomas, wir sind bereit für dich. Okay. Magst du mir folgen? Sehr gerne. Dann reinspaziert in die gute Stube. Damit der Stress authentisch wird, erklären wir Thomas erst jetzt seine Aufgabe. Er soll einen spontanen Kurzvortrag halten und die InterviewerInnen von sich überzeugen. Und wir gehen raus, oder? Genau. Alles klar. Viel Spaß. Dankeschön. Während sich Thomas jetzt vorbereiten kann, treffen Philipp und ich die beiden anderen VersuchsteilnehmerInnen. Denn um die beiden geht es uns eigentlich. Hallöchen, ihr wartet ja schon schön. Das ist euer Platz, ihr dürft mit uns reinkommen. Auch die beiden sind zufällig ausgewählt. Weder kennen sie sich, noch wissen sie, was sie erwartet. Und vor allem kennen sie Thomas nicht, der jetzt gleich mit seinem Vortrag loslegen wird. Nebendran findet ein Interview statt, ein Jobinterview, und ihr beobachtet das. Er, der sich da gerade noch vorbereitet, wird dann interviewt werden. Das ist ein Einwegspiegel. Die sehen nicht, was hier passiert. Die sehen uns nicht, euch nicht, aber wir sehen sie. Wir wollen wissen, wie werden die beiden auf die angespannte Situation im Nebenraum reagieren? Wie nehmen sie die Emotionen von Thomas wahr? So, die Zeit ist um. Bitte beginnen Sie jetzt mit Ihrem Vortrag. Mhm. Okay. So, ich bin der Thomas Schmidt. Habe mich auf Ihre Stelle im Bereich Sportmanagement beworben, weil ich schon von klein auf unheimlich sportbegeistert, sportverliebt bin. Deswegen ist mein großer Wunsch und mein großes Ziel natürlich auch in diesem Bereich arbeiten zu können und meine Brötchen damit zu verdienen. Warum sind Sie der richtige Bewerber? Ist so, dass ich halt eine ganze Menge an Bereicherung für Ihre Firma mitbringen werde und mich gut hier einbringen kann, schon aufgrund meiner eigenen sportlichen Karriere, nenne ich es jetzt mal, die ich habe mit der Fußballmannschaft, dass ich auch ein Team leiten kann, dass ich auch unter Anleitung arbeiten kann. Unserem Bewerber Thomas ist die Anspannung anzumerken, auch wenn das nur ein fingiertes Interview ist. Er wirkt sichtlich gestresst. Sein Körper schaltet jetzt in eine Art Alarmmodus und schüttet Stresshormone aus. Die spannende Frage ist, was davon kommt bei unseren ProbandInnen im Nebenraum an? Wie reagieren sie auf Thomas' Anspannung? Fühlen sie seinen Stress vielleicht sogar körperlich mit? Ja, Sie haben noch Zeit. Bitte nutzen Sie sie. Mhm. Der Ton des Bewerbungsgesprächs wird rauer. Ja, ich habe Ihnen schon eine ganze Menge erzählt über mich. Kommen Sie noch auf Ihre negativen Eigenschaften zu sprechen? Ja, negative Eigenschaften, das klingt so schlecht. Lassen Sie sich mal überlegen, bitte. Negative Eigenschaften. Also wenn man das negativ sehen möchte, dann vielleicht das meine Arbeitsweise, meine Arbeitsschritte vielleicht für Außenstehende ein bisschen chaotisch wirken könnten. Während Thomas sich weiter durchkämpft, frage ich unsere beiden BeobachterInnen nach einem Zwischenfazit. Wie geht's euch jetzt so damit, wenn ihr das hier so seht? Ja, es ist schon so ein Kribbeln hier irgendwie. Okay. Also ich fühle mich leicht angespannt. Wie geht's dir? Und habt ihr irgendwas bei euch körperlich gemerkt, dass sich was verändert beim Zuschauen? Ich bin schon ein bisschen angespannt, ein bisschen Herzklopfen. Es kommt jetzt noch ein zweiter Teil dieser Situation. Und zwar wird Thomas jetzt noch einen Mathe-Test machen. Ich denke, mein Gesamtpaket ist halt für Sie durchaus interessant. Gut, danke. Das genügt. Wir haben aber jetzt noch eine weitere Aufgabe für Sie. Und zwar zählen Sie von 3568 in 26er Schritten rückwärts. Beginnen Sie jetzt. 3542,
3526. Falsch, nochmal von Anfang. Ganz kurz nochmal die Situation wird immer unangenehmer, nicht nur für Thomas. 3500. Selbst als passiver Beobachter kann man sich Thomas Stress hier nicht mehr entziehen. Auch wenn das hier nur ein Versuch ist. Im wahren Leben begegnen uns ständig Situationen, in denen andere Menschen gestresst sind oder leiden. Die große Frage ist also, wie sehr lassen wir uns vom Leid anderer anstecken? 300. Ja, danke auch. Sie sind jetzt erlöst. Sie hören von uns. Okay. Vielen Dank. Tschüss. Gut, das war der zweite Teil. Damit ist es jetzt wirklich geschafft. Wie war der jetzt für euch noch, da zuzuschauen? Anstrengend, oder? Er hat ja mehr zu kämpfen als im ersten Teil. Und da wird er ein bisschen auch der kleine Junge wieder beim Rechnen irgendwie. Was ist so ein Stück da so reingefallen? Und das war mir, glaube ich, nicht angenehm. War nicht angenehm? Nee, nicht. Das Ding ist, ob ich die Emotion selber habe oder sie von jemand anderem spiegele, so oder so wird in mir eine biologische Reaktion ausgelöst. Stresshormone werden ausgeschüttet und die beeinflussen meine Physiologie. So wie wenn ich zum Beispiel einen Horrorfilm schaue. Dann kriege ich ja auch Herzrasen, obwohl ich nicht selber in Gefahr bin. Und so ist es eben auch im Alltag oder beim Medienkonsum. Leid und Stress sind ansteckend. Und das hat Konsequenzen für unser Handeln. Kannst du irgendein Gefühl benennen, was da ist bei dir? Naja, ich wollte den in den Arm nehmen, wo ich so nach meinem Empfinden das Gefühl hatte, jetzt es fängt ihn an zu quälen und er kippt jetzt ein bisschen in dieses kleine Jungending. Und was hätte das verändert, wenn du ihn in den Arm hättest nehmen können? Ich weiß nicht, vielleicht schätze ich das ein was aufgelöst, ein schönes Gefühl wie, hey, ich bin bei dir oder wir sind mit dem Problem nicht allein auf der Welt. Unser Beobachter leidet mit Thomas mit. Um das Leid aufzulösen, will er ihm intuitiv etwas Gutes tun, ihn umarmen. Eine verständliche Reaktion. Also ich kann euch sagen, ich habe jedenfalls schwer gelitten, obwohl ich wusste, worum es ging. Oder vielleicht auch. Also ich fand es schon irgendwie sehr unangenehm, wenn dann so die lange Pause kam und er dann so, oh. Also mir sind beim Zuschauen auch die Hände feucht geworden, ja, muss ich sagen. Wie stark wir auf den Stress des Gegenübers reagieren, hängt auch davon ab, wie viel Empathie wir für die andere Person empfinden. Das haben Studien gezeigt, in denen zusätzlich das Stresshormon Cortisol gemessen wurde. Der Anstieg war nämlich besonders stark, wenn Beobachter und gestresste Personen sich nahe standen. Wie ordnest du denn das, was wir jetzt so im Kleinen nachgestellt haben, in den Gesamtforschungskontext ein? Naja, was bedeutet das jetzt? Ne? Also jemand, der viel in Umgebungen ist, wo andere Stress erleben. Also stellen wir uns mal jemand vor, der ein Rettungssanitäter ist zum Beispiel und immer wieder Leute sieht, die wirklich krasse Situationen erleben. Dessen System wird auch oft so hochfahren. Da ist der Rettungssanitäter so ein bisschen so ein Extremfall. Ja. Aber klar, ne? Wenn man sich so eine Familie vorstellt, das ist eine Art Teufelskreis. Ne? Eine Person ist gestresst, weil wer weiß, was auf Arbeit los ist oder so. Mhm. Das kann sich übertragen auf den Partner, die Partnerin, die Kinder. Und je mehr gestresst das System ist, desto problematischer ist das. Also eine Kollegin, die da interessante Forschung dazu gemacht hat, konnte zum Beispiel auch zeigen, dass der Cortisolverlauf über den Tag im ganz normalen Alltagsgeschehen zwischen Partnern sich auch synchronisiert. Ach, Wahnsinn. Also wenn ich weiß, also angenommen, wir wären jetzt ein Paar und ich wüsste, du hast heute was Stressiges vor, dann schwinge ich auch da ein bisschen mit. Dieses Mitschwingen ist aber auch wichtig für unsere Beziehung, denn es verbindet uns emotional. Etwas, das Altenpfleger Freddy irgendwann nicht mehr konnte. Wir haben ja eben schon darüber unterhalten. Wie war das bei dir? Ja, wahrscheinlich hatte ich auch ein bisschen so, was man heute auch im Deutschen sagt, dieses Helfer-Syndrom. Also immer wollen, immer allen recht machen, immer alles gut machen. Und wie es halt dann so weit war, war es eigentlich zu spät. Also ich habe da wirklich den Punkt einfach überzusehen, wo ich mir eine Grenze ziehe. Wenn man jetzt dieses Problem hat, dass man irgendwie nicht mehr so mit den Leuten mitfühlen kann, sag ich jetzt mal, das beeinflusst ja dann dich nicht nur im Job, sondern auch privat. Also wie ging es dir da? Naja, es war damals auch privat sehr schwierig. Also wie gesagt, auf Deutsch gesagt, ich war damals auch privat ein Arsch. Ja, ich sag's, wie es ist. Die Beziehung hat auch gelitten, ja, weil man ja auch da gefühlskalt ist. Also wie gesagt, ich war damals genauso gefühlskalt wie in der Arbeit, war ich halt privat auch. Mhm. Meine Frau und Kinder waren zwar da, aber ja, das ging auch nur
körperlich für mich, also ich seelisch, also konnte auch nichts mehr, hatte auch keine Lust gehabt, mit Kindern was zu unternehmen. Und im Endeffekt, ja, ist die Ehe auch daran zerbrochen. Das, was Freddy beschreibt, ist kein Einzelfall in pflegenden Berufen. In der Psychologie nennt man das Compassion Fatigue oder Mitgefühlsmüdigkeit. Die Symptome sind eigentlich ganz ähnlich wie bei einem Burnout, nur die Ursache ist eine andere. Es kommt nämlich nur bei Menschen vor, die in Care-Berufen arbeiten. Also vom Pflegepersonal über Rettungskräfte, aber auch Ärztinnen, PsychiaterInnen und so weiter. Wer es hat, bei dem erlischt das, was diese Menschen oft vorher eigentlich auszeichnet, nämlich ihr Antrieb zu helfen. Es gibt eine aktuelle Studie vom St. Vinzenz Krankenhaus und der TU München. Dabei haben sie über 1400 Ärztinnen anonym gefragt, wie es ihnen geht in Bezug auf die Belastung nach der Corona-Zeit. Über 3/4 haben dabei von Erschöpfungssymptomen und Mitgefühlsmüdigkeit bei der Arbeit berichtet. Fast 60% der Krankenhausärztinnen haben gesagt, dass sie die Würde ihrer Patientin nicht immer ausreichend gewahrt haben. Mitgefühlsmüdigkeit ist also auch ein gesellschaftliches Problem. Aber die Forschung kennt auch eine Lösung. Philipp Kanzke und ich schauen uns das bei einem MRT-Scan an. Wir können nämlich unterschiedlich auf das Leid anderer reagieren. Nicht nur, indem wir mitleiden, sondern auch, indem wir quasi auf eine positive Weise mitfühlen. Was das genau bedeutet, kann man daran erkennen, welche Bereiche in unserem Gehirn dabei jeweils aktiv sind. Während jetzt die vorbereitenden Messungen laufen, was werden wir Ihnen denn gleich für Videos zeigen? Man kann sich so ein bisschen vorstellen wie Ausschnitte aus einem Gespräch, das man mit einem Freund oder einer Freundin haben könnte. Die erzählen was aus ihrem Leben. Das sind teilweise ganz triviale Dinge. Ich war gestern Pizza essen und da haben wir uns über das und das unterhalten, sowas. Und teilweise sind es aber auch Sachen, die sehr emotional sind. Ne? Also jemand, der mal was Tragisches erlebt hat oder dessen Mutter krank ist oder so Sachen. Dann geht's los. Meine beste Freundin, die war neulich mit meinem Bruder im Kino und die liebt Animationsfilme. Und mein Bruder fand das auch... Das erste Video ist von Anna. Und wir sehen jetzt, wie Anna was erzählt. Vom Gesichtsausdruck her würde ich sagen, das ist was, was jetzt nicht besonders traurig ist. Ne? Ja. Sie erzählt irgendwas, was ihr passiert ist, was okay ist. Und eigentlich kenne ich den gar nicht so. Also, eigentlich steht er eher so auf Action. Nach dem Video schätzt der Proband ein, wie er sich fühlt und auch, wie viel Mitgefühl er für Anna aus dem Video empfindet. Der Magnetresonanztomograph macht sichtbar, welche Bereiche im Gehirn des Probanden dabei jeweils aktiv sind. Man klammert sich ja immer an jeden Strohhalm. Das sieht jetzt traurig aus. Genau. Sie spricht über ihre Schwester, die so eine Krebsdiagnose hat. Oh Gott. Wenn unser Proband diese emotionale Geschichte hört, welche Areale in seinem Gehirn werden dabei aktiv? So, alles okay bei dir? Alles geschafft. Also wir können jetzt hier so strukturelle Aufnahmen vom Gehirn sehen, also diese hoch aufgelösten Fotografien, wenn man so will. Wo das Gehirn aktiv ist, das zeige ich jetzt einem anderen Rechner. Das müssen wir erst auswerten sozusagen. Das zeige ich dir draußen. Okay, let's go. So. Okay. Was haben wir denn gemessen beim Thomas? Also wir sehen die Aktivität während der Aufgabe, die wir uns gerade im Scanner angeschaut haben. Und ich habe jetzt hier in verschiedenen Farben mal die verschiedenen Phasen der Aufgabe im Prinzip dargestellt. In Gelb sehen wir das, was aktiv ist, wenn Menschen emotionale Videos sehen. Und ist ein Teil des Gehirns, der auch aktiv ist, wenn wir selber in eine Emotion kommen. Und interessanterweise eben auch die Emotionen des anderen mitrepräsentiert. Das heißt, das ist ja letzten Endes auch genau, was man eigentlich erwarten würde, wenn man davon ausgeht, dass Empathie im Prinzip das Spiegeln deiner Emotionen ist. Also, dass in mir auch eine Simulation dessen abläuft, was du fühlst, während ich da eben empathisch mitgehe. Ganz genau. Ich interessiere mich ja dafür, was passiert auch bei einer Compassion Fatigue. Also, was passiert, wenn ich als Pflegekraft beispielsweise ständig mit Menschen mitleide? Mhm. Welchen Ausweg kann es denn da geben, wenn Empathie ja nicht notwendigerweise erstmal was Tolles ist, sondern was Neutrales, eine Fähigkeit, die ich habe, die sich aber für mich dann auch ganz negativ auswirken kann. Genau, also erstmal kann man sagen, es ist ja wahrscheinlich wichtig, ne, dass wir das können. Und wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit einem Freund mich unterhalte und der hat was Trauriges erlebt, dass ich ein bisschen mitschwinge, gehört einfach zu einem Gespräch dazu. Ne? Und wir haben ja die Leute gefragt, wie viel Mitgefühl, positive Gefühle von Zuwendung, Wärme, Fürsorge für die Person empfindest du? Und je stärker
jemand sagt, hey, bei diesem Video gerade habe ich das ganz stark empfunden, desto stärker ist eine andere Region noch aktiv, die ist hier in Blau zu sehen. Mhm. Das ist eine Region, die auch viel mit Belohnungsverarbeitung und positiver Emotionalität zu tun hat. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir auch selbst, wenn wir mit dem Leiden von anderen konfrontiert sind, dass wir dann auch positive Emotionen in uns generieren können, die eben eher mit so Fürsorge und Wärme zu tun haben. Und dass, wenn wir die aktivieren, dann ist das nicht in diesen Stress kommen. Mhm. Genau. Die Lösung, um aus diesem Stress rauszukommen, wäre eben nicht mit zu leiden, sondern ins Mitgefühl zu kommen. Denn dabei werden eben andere Zentren in unserem Gehirn aktiv. Unser Belohnungszentrum. Wir fühlen uns also gut, empfinden im Prinzip das Gegenteil von dem, was der andere fühlt. Also eben nicht Schmerz und Leid, sondern ein positiv belohnendes Gefühl. Zuwendung. Das heißt, wir können hier in den Scans ganz deutlich sehen, es gibt eine Lösung sozusagen, die wir schon intern in uns drin haben, nämlich nicht unbedingt mitzuleiden, sondern Mitgefühl zu empfinden. Genau, und das ist interessant, weil wir sehen das bei, auch bei Leuten, die jetzt da nicht besonders geübt da drin sind. Ne? Also das ist schon eine Tendenz, die in uns angelegt ist, dass wir auch dieses positive Mitgefühl für andere empfinden können. Aber es gibt auch Studien, die versucht haben, das zu trainieren. Mhm. Also besonders stark Mitgefühl für andere empfinden zu können, zum Beispiel über Meditationsformen. Zum Beispiel ganz konkret mit einer Paarmeditation können wir diese Form des Mitgefühls trainieren. Wir schulen hier auch unsere Selbstwahrnehmung. Ein Partner erzählt also von einer schwierigen Situation und wie sich die auch körperlich angefühlt hat. Dann von einer Situation, in der sie oder er Dankbarkeit empfunden hat. Nach 10 Minuten wird gewechselt. Schon nach 3-monatigem Trainieren konnten NeurowissenschaftlerInnen im MRT sehen, dass sich die Bereiche vergrößert hatten, die bei der positiven Form des Mitgefühls anspringen. Die richtige Form der Empathie beim Leid von anderen zu empfinden, können wir also trainieren. Aber wie funktioniert das auf gesellschaftlicher Ebene? Ist mehr Empathie immer gleich besser? Nein, Empathie hat eine dunkle Seite, auf individuellem Level und auch auf gesellschaftlichem. Für mich war voll der Aha-Moment festzustellen, Empathie empfinde ich womöglich eher mit Menschen, die also aus meiner Bubble kommen. Also es gibt eine Debatte im Feld darüber, ist Empathie im engeren Sinne, also dieses wirklich einfühlen können, ist das manchmal auch schädlich. Und das mag tatsächlich so sein, dass es Situationen gibt, wo ich das eben stärker nur mit der zu mir gehörigen Gruppe empfinde und dann mich sozusagen antisozial gegenüber Menschen außerhalb meiner Gruppe verhalte. Das ist tatsächlich auch so. Mhm. Und jetzt ist die Frage, in dem Zusammenspiel unserer sozial-kognitiven Fertigkeiten, wie kriegen wir das hin, da eine Brücke zu schlagen zu Leuten, die nicht in unserer In-Group sind. Dass wir uns Menschen außerhalb unserer Gruppe weniger verbunden fühlen, passiert automatisch, unbewusst. Das muss im Alltag nicht notwendigerweise negative Folgen haben. Aber es kann zum gesellschaftlichen Problem werden und sogar gefährlich, wenn wir in unserer Position verharren und uns nicht in die Seite des anderen hineinversetzen können. Damit wir das können, brauchen wir neben Empathie und Mitgefühl eine weitere Fähigkeit. Und die erfordert Bereiche in unserem Gehirn, die mehr mit dem höheren Denken zu tun haben. Und in Grün ist jetzt ein anderes Netzwerk. Das ist sozusagen die Aktivität dafür, wenn wir versuchen zu verstehen, was jemand anders gerade denkt. Also uns zu erschließen, was meint die Person. Die Fähigkeit, sich in eine andere Person hineinzuversetzen, also kognitiv, das nennt man nicht Empathie, sondern Theory of Mind. Es bedeutet also so einen Perspektivwechsel, dass man also die Gedanken, Gefühle und Bedürfnisse der anderen Person nachvollziehen kann. Und genau das ist für eine funktionierende Gesellschaft auch super wichtig, weil für ein Miteinander braucht es eben auch dieses kognitive Verständnis. Was wäre denn dafür von diesen drei Pfeilern Empathie, Mitgefühl und Theory of Mind in deinen Augen das Wichtigste? Ich würde sagen, alle drei sind wichtig. Man kann es wirklich nicht so eine nur rauspicken. Und deren Zusammenspiel ermöglicht es dann, dass wir andere verstehen und in kritischen Situationen auch helfen können. Für Freddy beginnt der Weg raus aus der Mitgefühlsmüdigkeit damals mit einer Krankschreibung. Er vertraut sich einer Ärztin an, die ihm einen Therapieplatz besorgt. Für mehrere Wochen lässt er sich stationär einweisen. Es ist ein langer Prozess, aber am Ende kann er sein Mitleiden wieder in Mitgefühl verwandeln.
Was waren denn für dich vielleicht so Punkte, die man jetzt auch jemandem mitgeben kann, ne, wo du sagst, das hat mir irgendwie total geholfen, was du so in der Therapie gelernt hast? Auch wenn es immer abgedroschen klingt, einfach dieses Bewusstsein zu kriegen, ich darf auch mal Nein sagen. Mhm. Und auch mal seinem Chef, Vorgesetzten sagen, du, ich habe da ein Problem. Mhm. Dass man sein Problem mal auch loslassen kann und abgeben kann und sagen, so, ich habe es zumindest mal jemandem mitgeteilt. Und ich soll mir auch, wenn ich Probleme habe, immer, ich bin es erstmal wichtig, was sonst passiert. Also natürlich ein bisschen drastischer gemeint, also wenn ich sage, ich bin wichtig, aber die Arbeit ist gerade nicht, dann soll ich auch aufhören und soll da gehen. Dir macht es ja eigentlich total Spaß, dann, du sagst immer Bewohnern, zu helfen. Und das hattest du ja aber verloren. Wie geht es dir denn da heute mit? Da geht es mir sehr gut damit, weil ich eben auch wieder merke, dass ich selber diese Stärke wieder habe, um auch Gefühle, sage ich mal, zu erwidern. Und das habe ich wieder gelernt, also auch mit meinem Betreuten lachen, weinen, schmunzeln. Wie gesagt, ich habe einen schönen Job, ich kann Menschen helfen, die geben auch was zurück. Und dann hat sich mein Leben vielleicht auch ein bisschen automatisch geändert. Also ich habe meine neue Partnerin kennengelernt, ja, und dann ist uns auch ein Hund eingelaufen, sage ich mal. Und ja, für mich ist Nelly da so ein Seelenwärmer. Also einfach so das Gefühl, was einem der Hund wiedergibt, hilft. Kann uns Empathie also krank machen? Letztlich, ja, empathischer Stress kann uns schon schaden im schlimmsten Fall. Nur das finde ich so eine krasse Erkenntnis aus der Forschung zu sagen, wenn ich es schaffe, aus diesem Mitspüren und damit auch Mitleiden rauszukommen und eher ins Mitgefühl zu gehen, dann kann es für mich auch was Positives haben. Und diese Erkenntnis ist natürlich vor allem besonders wichtig für Menschen, die in Care-Berufen arbeiten, aber ja schon auch für uns als Gesellschaft insgesamt. Habt ihr das schon mal erlebt, empathischen Stress? Schreibt mir das gerne in die Kommentare und auch, was euch geholfen hat. Und ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert.